Hallo und herzlich willkommen zur Videoanalyse des Tages. Heute ist der 30.12.2014, 13.19 Uhr. Ja, das ist de facto fast die letzte Videoanalyse des Tages. Mal sehen, ob es sich morgen überhaupt noch lohnt, hier großartig über die Paare zu sprechen. Wenn, dann könnte es bloß eine Art Zusammenfassung sein, denn wir sind in den großen Setups, ja, wie beispielsweise dem US-Dollar-Yen, wenn wir hier mal reinschauen, heute schon in einem Update-Video besprochen, sind wir hier an einen Punkt gekommen, ja, wo einfach die Gewinne mitgenommen werden, wo wir hier an großen Zonen angekommen sind, wo wir eine Art Double-Top-Bildung haben und wo man bereits im Daily-Chart hier eine Art obere Trendlinie oder eine Art Begrenzung zeichnen kann, ja, und mit dem Bruch dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie, wie heute schon im morgendlichen Video beschrieben, haben wir hier einfach einen Punkt erreicht, wo es heißt, jetzt könnte es weiter bergab gehen. Wir haben dann, ja, man kann hier auch noch auf Weekly-Basis, Weekly-Chart-Basis kann man hier noch Trendlinien zeichnen, aber das ist alles noch zu vage, das würde ich jetzt noch weglassen. Aber definitiv steht da natürlich wieder hier dieses Fibo-Retracement im Raum, ja, was ich auf dem Daily Chart immer wieder eingezeichnet hatte. Das ist dieses hier. Ab Beginn dieser großen schönen Bewegung, das 38,2 Retracement hatten wir ja bereits geknackt, sind jetzt über dieses 23,6er wieder hinaufgestiegen. Ziemlich rasant hatten wir hier diesen Schub von über 400 Pip. Naja, und jetzt hat er hier dieses Double Top abgebildet ausgebildet im Bereich der 1,2080. Hat das auch gebrochen, ist wie gesagt nur diese Trendlinie und jetzt heißt es eigentlich Downstairs. Also das wäre jetzt mein Szenario, denke ich. Alles Long ist nur über dieses Double Top. Alles andere ist hier kein Long für mich. Höchstens, wenn man hier wieder runterkommt, ja, was ich schon beschrieben habe, wenn wir uns wieder hier in unteren Bereichen finden, dieses 38,2 Retracements oder dieser Daily 50er, 55er EMA-Geschichte etc., dann gibt es wieder Hoffnung, oder was heißt Hoffnung, aber dann gibt es wieder Grund für neue Longs. Momentan in dieser vagen Phase möchte ich hier nichts kaufen, weil bei so einer Bewegung, ja, das 38,2 Retracement, das kann immer noch brechen und dann hätten wir ja noch locker Platz, ja, also er kann ja hier noch einiges tun. Wenn man sich das mal überlegt, er hat ja locker Platz bis zum 78,6er, 76,4er Retracement, ja, hat er von dieser Abwärtsbewegung auch getroffen und ist dann abgeprallt. Also so ist theoretisch ist hier Platz, aber das muss man natürlich sehen. Das wäre natürlich echt heftig, aber letztendlich auch schöne Einkaufskurse, muss man da nicht traurig sein. Was mich noch interessiert, ist ja das 50er Retracement, logischerweise, wenn wir uns das im Weekly anschauen, da haben wir den 20er EMA und das Mid-Bollinger Band, was hier hochkommt. Aber letztendlich sehr interessant ist für mich diese Zone dieses 61,8er Retracements, diese Aufwärtsbewegung. Und gleichzeitig ist das hier das 50er Retracement der gesamten Monatsabwärtsbewegung. Ja? Also von dieser großen Abwärtsbewegung. Und diese Kombination finde ich persönlich sehr interessant, wenn sich zwei Fibo-Levels überschneiden. Und zugleich kommt ja auch der 34er EMA im Weekly-Chart hoch. Den hatte hier ganz gut immer gepasst, ja, also vor neuen Rallyes hat er hier beispielsweise im Anfang Oktober 2013 und dann auch hier im Bereich der, ja, Mitte diesen Jahres hat er hier auch sich stabilisieren können und deshalb ist für mich diese Zone dann wichtig, falls er doch wirklich durch dieses 38,2er durchrauschen sollte, beziehungsweise wenn man hier noch meine allerhand Trendlinien, man könnte jetzt diese hier noch projizieren, diese Trendlinie. Und hat dann hier so eine Art umgekehrtes Dreieck, diese Zone bis zum 50er Retracement, die dann Platz hat. Aber er könnte natürlich auch ewig wieder seitwärts laufen, ja, ein halbes Jahr oder sowas. Und da befinden wir uns wieder, hier befinden wir uns gerade mal im, ja, was ist das, Februar 2015. Also er kann hier locker hier noch runter marschieren, ja. Beispielsweise könnte er hier immer wieder an diesen EMAs und an diesen Fibo, an diesen FIB-Levels sich stabilisieren, wieder zurücklaufen und dann langsam aber sicher immer wieder diese, ja, im Art Treppensteigen-Modus letztendlich diese Zone erreichen. Also unwahrscheinlich ist die auf keinen Fall nach so, ja, unwahrscheinlich war auch dieser Anstieg hier und trotzdem ist er passiert. Deswegen würde ich das auf keinen Fall ausschließen, dass das möglicherweise kommen könnte. Gucken wir uns noch andere Paare an.
Australisch Dollar, US-Dollar. Ja, wie im gestrigen Video erwartet, hat er hier sich schön den Daily geholt. Ist dann letztendlich, nee, das war nicht der Daily. Doch, gestern war es der Daily, genau, richtig. Hat er sich den Daily geholt. Gehen wir mal in den H1, sieht man besser. Das war hier diese Zone beim heutigen R1 und diese aufsteigende Trendlinie. Ist dann letztendlich hier wieder diese, ja, 30 Pips runtergelaufen. Und ich hatte erwähnt, dass diese Weekly Pivot-Region in Bezug auf diese, in Kombination mit diesen Tiefs, mit diesen mehrfachen Hochs hier einfach eine starke Unterstützung darstellt. Und ja, er hat es auch gemacht. Ja, wer hier den Long Scalp gewagt hatte, hat gesagt, hier Stops unter diese Zwischenhochs bzw. dieses Tief. Und der wäre jetzt schon hier mit 50 Pip im Plus. Aber das Ganze steht natürlich auf wackeligen Füßen. Wir traden hier gegen die fundamentale Richtung. Die fundamentale Richtung sagt einfach Short im Australisch Dollar, US-Dollar. Aber hier spielt natürlich das Gold mit rein. Und wenn wir in den Weekly Chart gehen, haben wir hier auch eine Art Umkehrformation. Ja, also wir haben hier diesen Morningstar gebildet in der letzten Woche. Und letztendlich macht er hier genau das, was er soll, denn er steigt. Und diese Zone rückt da natürlich wieder in den Fokus. Ja, der Weekly 10er in Kombination mit den absteigenden, gehen wir in den Monatschart, sieht man besser, mit den absteigenden Trendlinien hier, kommen wir einfach in eine Zone. Auch der 200er Monats-EMA rückt hier in den Fokus, um das Ganze nochmal zu testen. Stops darüber, relativ überschaubar von der Entfernung her. Und ja, sollten die fallen, ist dann natürlich die nächste Zone dieses 38,2 Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung. Da kommt dann auch der Monatszehner runter und zugleich wäre das ein Test dieser 0,8650 Zone circa, ja, also dieser doppelte Boden, den er hier nach einem relativ kurzen, ja, 230 Pip großen Abpraller dann wieder gebrochen hatte. Und letztendlich wäre der Test dieser Zone sehr interessant. Also sollte die Zone fallen im Bereich der 0,83 bis, ja, circa 0,84, 40, 50, sowas rum, sollte diese Zone fallen, dann rückt das 38,2 Retracement dann in den Fokus. Die 80 kann er natürlich immer noch erreichen, ja, aber ich habe meine Position diszipliniert geschlossen. Ich hatte ja die Stops über diesem 55er EMA im H4. Sollte er jetzt doch wieder runterkommen, dann ist es halt so. Aber momentan sieht es so aus, als würde er sich über dem, also der H4 Close war hier über dem 55er EMA im H4. Und momentan sieht es so aus, als würde er sich einfach darüber positionieren bzw. stabilisieren. Und dann hat er definitiv Luft nach oben. Und ja, man sieht ja hier, also hier ist ja wirklich keine Rallye dabei gewesen. Warum soll er jetzt nicht mal was machen? Short könnte man spekulativ jetzt reingehen und die Stops hier über dieses Hoch setzen. Das kann man machen. Ist überschaubar mit 20, 30 Pip circa. Aber was natürlich ein neues Short-Zeichen wäre, wenn er einfach diese Tiefs hier durchbricht. Da hat er noch ein Stück vor sich. Dann wird es natürlich wieder so eine Sache mit dem Stoppen und mit dem CAV etc. Ja, man müsste dann die Stops entweder über die Zwischenhochs legen oder hier über diese Range, und da hat man schon wieder 40 Pip Stop Loss. Ist aber alles noch okay, wenn man hier die 120 oder 130 Pip macht, hier 1 zu 3, das ist ja auf jeden Fall in Ordnung. So viel zum Aussie. British Pfund schauen wir uns auch mal an, also Cable British Pfund gegen den US-Dollar. Die Flagge momentan noch intakt, ja. Aber was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, auf dem H4 sieht sie nämlich ganz anders aus. Also auf dem H1 haben wir schon schöne Erfolge erzielen können. Er ist ja hier ausgebrochen, hat das Ganze getestet, wieder in dem Bereich, ist hier weiter short gegangen. Ja, seit dem Ausbruch hier, beziehungsweise seit dem Retest hier, die 60 Pip, ist aber relativ zügig heute hochgekommen, auch über dem H1 55er EMA. Und ja, jetzt versucht er gerade wieder einen Ausbruch long darüber. Ist jetzt die Frage, ja, die nächste Zone, die interessant wird natürlich, sollte er diese Zone brechen, ist dann hier wieder der 200 bzw. 237er EMA im H1, entspricht dem 50er, 55er EMA im H4 circa. Fängt an bei 1,5580 bis in den Bereich der 1,5840 circa. Diese alten Hochs wäre im H4 auch dann ein visueller Test dieser Flagge.
Ja, also dieser Bereich hier kann er auf jeden Fall nochmal machen. Das sind jetzt noch 40, 50 Pip. Wer noch investiert ist, ich hatte ja gesagt, die Stops relativ schnell nachziehen im Cable, weil er uns jetzt immer geärgert hatte. Ich hatte sie ja erst hier oben über dem heutigen DM5, dann über dem heutigen R1 und letztendlich habe ich sie jetzt hier über den 1,55 oder 1,5 Periode. Das hatte ich im letzten Video genannt. Ist jetzt schade, weil man hier schon viel mehr im Plus war. Aber so ist es nun mal. Ja, also ist halt dann Pech. Aber man geht wenigstens hier mit kleinem Gewinn oder Break-Even raus. Das ist das Ziel, dass man ja wenigstens das Kapital schützt. Ziel 1. Und ja, wenn ein kleiner Profit raus springt, ist das ja auch schon mal was. Hauptsache kein Geld verloren. Das ist das Wichtigste definitiv. Sollte er diese Zone wieder erreichen, auf jeden Fall habe ich dort wieder ein Sell-Limit. Macht auch Sinn. Und ist auch noch innerhalb dieser Ausbruchszone. Ja, er hat ja gesagt, dass diese Spikes hier relativ undurchsichtig sind. Ja, hier hat er sehr, sehr wilde Sau gespielt, wie gesagt. Und da wäre dieser Bereich hier auf jeden Fall immer noch im tolerierbaren Bereich. Ja, wir haben hier ein Tief, hier die Schlusskurse bzw. Eröffnungskurse, auch in dem Bereich und in dem Bereich. Und da ist sicherlich noch Platz. Kann man sich wieder höher einkaufen, ist ja auch okay. Und letztendlich die Targets bleiben immer noch bestehen. Ja, also wenn wir nochmal in den Daily Chart schauen, Target immer noch die 1,5250. Und ja, dementsprechend hat sich da nicht großartig was geändert. Hauptsache, die Stop-Loss werden von euch nachgezogen. Euro-US-Dollar, er ist aus der Range ausgebrochen. Da hatte ich ja eine kleine Nachricht geschrieben bei Facebook bzw. Twitter. Ist dann recht dynamisch heute im Laufe des Vormittags hochgestiegen. Lag an der allgemeinen Dollarschwäche bzw. einfach den Gegenbewegungen. Ja, hier werden Gewinne mitgenommen und hier ist er jetzt nochmal an den 20 am H4 gekommen, stabilisiert sich jetzt hier momentan unterhalb dieser Range, das ist also okay. Er hat auch den H4 Close unter diese Range gelegt, das ist in Ordnung und ein gutes Zeichen, dass es hier weiter short gehen könnte. Die Stops ziehe ich jetzt bloß immer enger. Also ich will hier nicht mehr großartig was riskieren, was ich schon seit hier oben habe. Okay, das kann man dann immer noch hedgen ab einer Stelle, beispielsweise wenn er hier über diese 1,2 Periode steigt. Dann kann man immer noch, kann ich auch nochmal markieren, dann kann ich die großen Positionen, die ab hier oben schon sind, dann immer noch hedgen. Die sind mir jetzt einfach zum Stoppen schon zu weit gelaufen, wäre schade drum. Und aber die ich erst den ich mir hier geholt habe, oder hier den nochmal, oder an dieser Zone, die Stops ziehe ich jetzt einfach nach hier über diese 1,22 definitiv, beziehungsweise bin ich am Überlegen, ob ich sie auch noch näher ziehe. Denn wenn er hier nochmal den 20er berührt, beziehungsweise auch noch hier drüber steigt, dann war diese Short-Thematik auch schon wieder dahin. Dann lasse ich ihn erstmal wieder laufen und möchte dann sehen, beispielsweise Ende Januar, wenn dann von der EZB neue Impulse kommen. Aber letztendlich, im Gegensatz zu den Yen-Paaren, ist es hier eine völlig andere Situation. An der US-Dollar-Stärke hat sich nicht großartig was geändert. Auch an dem Willen der EZB, den Euro weiter zu schwächen. Und dementsprechend müssen wir das hier ein bisschen differenzierter sehen. Also Yen, okay, ein bisschen stärker, beziehungsweise die Yen-Paare schwächer, einfach aufgrund auch der großen Gewinnmitnahmen und in den Indizes und auch in den Yen-Paaren an sich. Und die US-Dollar-Paare sind dann einfach ein bisschen anders zu sehen, gerade der Euro gegen den US-Dollar. Das Ganze, falls hier nochmal ein Longschub kommen sollte, ist dann natürlich der Daily 10er hier interessant im Bereich dieser 1,22, 2 Periode. Hier kommt er schön runter. Das wäre nochmal, da hat er jetzt noch wie viel, 60, 50, 60 Pip Platz. Dann nochmal nachzukaufen ist auch was wert, aber da bin ich mir halt unsicher. Ja, da haben wir hier dieses. Dann wäre er ja hier in diese Range wieder reingekommen, hätte quasi eine falsch kommt schnell bzw. einen Fehlausbruch gemacht, wie er das auch in der vermeintlichen älteren Daily Range gemacht hat. Ja, hier in diesem Bereich war er ja short ausgebrochen und ist dann sehr, sehr schnell hier an den Daily 50er, 55er geraten, 290 Pip hoch. Und dementsprechend, wenn er hier nochmal Longschub generiert, dann steht für mich hier diese Ausbruchszone nochmal im Fokus. Denn er ist ja jetzt letztendlich short ausgebrochen, sehr dynamisch, hat das Ganze aber nur kurz getestet und jetzt hier nochmal einen Daily-Test an dieser Zone im Bereich der 1,2350 bis in den Bereich der 1,2350.
Was haben wir hier? 1,23,666. Wäre auf jeden Fall auch okay. 34er IME im Daily hat er auch immer mal schön getestet und hat dann immer wieder neue Short-Schübe generiert. Ja, hier haben wir es gesehen, hier war dran, ist seitdem gute 700 Pip gefallen. Also diese Zone auch nochmal interessant, falls er hier steigen sollte. Aber da kann ich immer noch ein neues Video dazu machen, denn so weit ist es ja noch nicht. Schauen wir uns dazu schnell mal den US-Dollar Schweizer Franken an. Hat er auch diese Zone gebrochen? Tests, also hier die Pending Order lagen in dem Bereich. Stops hatte ich gesagt unter diesen Zwischentiefs bzw. unter der unteren Begrenzungslinie. Ja, man konnte ja hier viele, viele Linien zeichnen, viele aufsteigende Trendlinien projizieren und dementsprechend hatte ich auch meine Stops gesetzt hier unter dem 20er IME im H4 und ja, da hatte ich noch Glück gehabt, dass er sich die nicht geholt hat und seitdem ist er ja auch wieder 30 Pip gestiegen. Momentan, also hier genau dasselbe, bloß verkehrt herum zum US-Dollar. Der Close war über dieser Zone, der H4-Kerzenclose, ein gutes Zeichen. Momentan stabilisiert er sich ja ein bisschen. Stops nachziehen, hier auch möglich, gerade unter diese Zone könnte man machen, dass man sagt, okay, wenn er jetzt hier nochmal reinkommt, dann war es das mit dem Long kurzzeitig, aber ja, hinter dem 20er nachzuziehen ist ja jetzt auch kein großes Ding. Er kann ja nochmal einen Spike hier runtersetzen und steigt dann wieder im Januar weiter rauf oder innerhalb der nächsten Tage. Ja, das sind ja hier ein Unterschied von, keine Ahnung, 12, 20 Pip, also das ist nicht die Welt, selbst wenn man hier mit größeren Positionen drin ist, denke ich mal, muss man das hier ein bisschen aussitzen, beziehungsweise kann man ja hier auch immer noch Trendlinie zeichnen und da hätte er ja sogar hier noch ein bisschen Platz gehabt, bis hier unten, das muss man ja auch mal sehen. Aber ja, vor Ende des Jahres ist vielleicht auch keine schlechte Idee, einfach mal hier den Sack zuzumachen, ein bisschen dichter zu setzen, den Stop. Und falls ihr doch sich entscheidet, den nochmal zu holen bzw. zu brechen, dann geht man einfach mit kleinem Risiko oder schon Break-Even hier raus aus der Geschichte und startet dann im Januar neu. Was haben wir noch? Euro-Out, ja, macht das, was er soll. Konsolidiert bzw. korrigiert. Da hatte ich ja auch schon Videos dazu gemacht, hier in dieses Bündel rein. Da muss man bloß diese Ellipse mal ein bisschen verschieben. Hier in dieses Bündel rein möchte ich ihn ja gerne nochmal haben, beziehungsweise am Daily 50er, 55er hier in dieser Zone oder auch runter bis zu 1,47 und von dieser Zone würde ich ihn dann weiter hoch traden bis in ja, bis zu den mittelfristigen Zielen hier bei 1,5450, 1,55. Das war ja hier das Target der inversen SKS, beziehungsweise auch der größeren inversen SKS. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann oder es noch nicht gesehen hat, einfach nochmal bei www.forexhome.de schauen auf meiner Website im Archiv Euro-Out. Da sind bei mittelfristig und langfristig die Ziele hier beschrieben, wie ich darauf gekommen bin, beziehungsweise wie ich die mir erarbeitet habe. Und langfristig natürlich werde ich dann auch ein paar Positionen drin lassen, denke ich. Die will ich auch weiter hochtraden. Von dieser großen Abwärtsbewegung möchte ich noch, ja, dieses Retracen möchte ich noch einiges mitnehmen. Das wären von hier unten auch nochmal so 2700 Pip oder 3000 Pip, sowas will ich auf jeden Fall drin lassen. Müssen ja keine Riesenpositionen hier unten jetzt liegen. Man kann sie sich ja dann auch stückweise wieder aufbauen. Der ist ja im H4 beispielsweise schön gelaufen. Ja, Stop hinter den 34er IME, wie beschrieben, beziehungsweise hinter den 20er, ist er hier wunderbar hochgelaufen. Und wer jetzt verwundert ist, dass er hier jetzt großartig korrigiert, der muss sich natürlich fragen, was erwarte ich von so einem Setup, ja? Also der ist ja hier geschlagene 600 Pip gestiegen und wenn er jetzt mal einen Move nach unten macht, gerade weil es ja bloß ein Ausbruch war, ja? Das ist ja in so einem dynamischen Paar natürlich heftig, was da passiert und man denkt, oh, jetzt geht's unheimlich weiter. Aber nee, er macht ja nichts anderes wie in anderen Paaren, die halt nicht so große Bewegungen machen. Er korrigiert einfach und testet diesen Ausbruch nochmal an und das ist ganz natürlich und das darf er auch. Soll er auch, denn dann kriegen wir bessere Kurse. Wie gesagt, wer jetzt noch investiert ist, sollte sich vielleicht überlegen, die Gewinne rauszunehmen oder die Positionen einfach zu halbieren oder wie gesagt, einen bestimmten Prozentsatz rauszunehmen, den Rest Break-Even zu setzen und gut ist und sich dann hier neu einzukaufen. Was haben wir noch? Australisch Dollar, Neuseeland Dollar ist kurz vorm ersten Target. Ja, der hier im. Wir hatten hier diese Weekly-Flagge, ja, sieht man hier im Weekly-Chart. Schöner, diese große Flagge gab den Fehlausbruch, ging rein, gab es noch einen Ausbruch
Und letztendlich ist er wieder in diese Zone reingefahren. Hat dadurch auch im Daily Chart sieht man das gut, eine Art Triple Top ausgebildet und hat das Ganze dann Short gebrochen hier. Eine kurze Stabilisierung hoch zu den Daily 10er EMAs innerhalb der Flagge noch und ist dann letztendlich hier abgetaucht. Das erste Target hat er hier auch souverän gemeistert im Bereich der 1,0530 circa, ist dann auch wieder hochgestiegen, knapp unter den Daily 10er und ist seitdem wieder gefallen. Ja, das war das erste Target hier, diese Triple Top Formation und letztendlich ist hier jetzt im Vorhang diese Projektionshöhe der Flagge und die führt uns bis in den Bereich der 1,030 circa. Ja, also da hat er jetzt noch hier 140 Pip Platz. Pivot Points kann ich mal einstellen. Ist dann heute unterhalb des S3, also ob er das heute noch macht, ist natürlich fraglich. Oder beziehungsweise ob er das dieses Jahr noch macht. Ja, das ist ja bloß, das ist eine Daily bzw. Weekly Basis Target hier, also auf Weekly und Daily Basis, das kann natürlich dauern, bis er das erreicht. Wer jetzt hier schon drin ist, diesen Ausbruch hat, der ist ja auch schon dick im Plus mit über 300 Pip. Und hier am Daily immer nochmal Einstiege zu probieren, beziehungsweise schauen wir uns das mal im H4 an, ging auch relativ gut, aber hier natürlich die Stops hinter dem 34er und lieber am 20er einsteigen. Das ist hier die bessere Idee. Also hier hinter dem 20er zu stoppen war immer sehr, sehr riskant, auch na gut, über den Horizontallinien konnte man dann stoppen, aber entspricht dann halt auch dem 34er EMA als Referenzwert, das ist ja dann egal. Also hier dieses Treppensteigenmodell, das hat er ja ganz gut gemacht, heute hier durch den Daily Pivot durch, hat das Ganze nochmal von unten angetestet und ist wieder Short abgeschmiert, haben aber hier eine Art, ja schon eine kleine Umkehr. Kerze hier gebildet im H4-Chart, also Vorsicht hier geboten bei neuen Einstiegen, aber hier in der Zone des Daily 10er kann man das sicherlich nochmal probieren, hier sich neue Shorts zu holen und das Ganze bis zu diesem ersten Target runter zu traden. Aber ich erwarte oder würde mir wünschen, dass er jetzt auch langsam mal den Test dieser Zone einfach macht, ja? Also in den Bereich nochmal hochgeht zu der Flagge. Das wirkt viel. Oder wirkt eine große Entfernung, aber ich meine, er hat ja auch hier große Entfernungen schon zurückgelegt innerhalb dieser Daily- und Weekly-Basis. Also man, wer jetzt hier schon Short investiert ist, sollte wirklich die Stops diszipliniert nachziehen und dann nicht nur Break-Even rausgehen nach so einem Move. Das wäre einfach schade, sondern sich hier beim Test dieser Flagge nochmal neue holen, neue Positionierung und dann das Ganze runter zu traden. Ja, ich habe ja auch das FIBO Expansion Level angelegt, das 38,2er FIBO Expansion Level überschneidet sich hier, beziehungsweise ist in Kombination mit diesem Flaggentarget hier vorhanden. Warum ich es hier angelegt habe? Ja, ganz einfach. Ich hab den letzten großen Move vor dem Durchbruch durch dieses 200er, 237er Bündel im Weekly Chart gelegt. Das macht für mich am meisten Sinn. Und ja, das erste nennenswerte Hoch war dann natürlich das hier. Und dementsprechend, man kann das natürlich auch hier anlegen oder hier anfangen anzulegen. Und da ändert sich aber nicht viel von den FIBO-Levels. Beziehungsweise will ich ja wirklich, wenn das schon ein Setup ist, was auf Daily und Weekly läuft, möchte ich ja auch auf Daily und Weekly die Analyse machen. Und ich dann hier so kurze Bewegung ist jetzt natürlich relativ, es ist ja 2013 noch, aber möchte dann natürlich auch die Analyse dementsprechend machen, was auch dem Timeframe, wo es läuft, entspricht. Ja, und das nächste Target wird dann natürlich dieser Stab, der zu der Flagge geführt hat. Und das führt uns dann in den Bereich dieses ja, des 61,8er Retracements der FIBO Expansion. Und das macht auch Sinn. Hier sind die 0,97. Was haben wir hier noch? Wir haben hier die 1,0 glatt beim 50er. Also das sind so Zonen, die ich auf jeden Fall als Targets immer wieder sehe, um möglicherweise zu hedgen und oder die Positionen ein wenig zu verkleinern, Gewinne rauszunehmen aus den Shorts, um dann höher wieder neu einzusteigen. So ist jetzt der Plan. Schauen wir uns das Ganze auf Weekly-Basis an. Ja, dort war er hier weit raus aus den Bollinger-Bändern, beziehungsweise er läuft jetzt schon außerhalb. Und das könnte ein Zeichen sein, dass ich jetzt langsam mal nach innen wandert. Wenn wir das im Daily Chart betrachten, haben wir die Situation schon. Ja, er war ja auch außerhalb des Daily, ist ja schon
reingelaufen und momentan ist er immer weiter in den Bollinger-Bändern drin, immer weiter vom Lower Bollinger weg und deswegen hat er hier auf jeden Fall Potenzial nochmal zu steigen. Hier kommt dann auch das Upper Bollinger-Band runter und da hat er auf jeden Fall, könnte er auf jeden Fall sich das hier nochmal holen, diese Zone bei, ja, was machen wir hier, haben wir auch diese Zwischentiefs, 1,0750 bzw. 1,0770, das ist auf jeden Fall eine gute Zone, um hier nochmal einzusteigen. Sollte er jetzt sich auf den Weg machen dort hoch, kann man ja nochmal ein Update-Video machen, beziehungsweise das immer beobachten. Vielleicht auch in den kleineren Timeframes sich immer mal ein bisschen hochskalpen, beziehungsweise auch die Sache auch ein bisschen long nehmen. Gerade wenn er hier diesen 55er IMA im H4 überschreitet, drüber schließt, kann man dann auch mit Stops darunter ja das Ganze auch hochtraden und hier diese 260 Pip beispielsweise mitnehmen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, das war's von mir. Die Videoanalyse des Tages heute ein wenig länger. Liegt einfach daran, dass wir hier kein Setup haben, was speziell jetzt im Fokus liegt, sondern zum Ende des Jahres natürlich muss hier einiges behandelt werden und angeschaut werden. Und wer mich nicht mehr hört, dem wünsche ich schon einen guten Rutsch ins Jahr 2015. Ich freue mich auf viele neue Setups im nächsten Jahr und wünsche weiterhin viel Erfolg. Feiert schön und bis dahin. Der Peter sagt Tschüss.